whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine lang erwartete Flasche hier auf meinem Fass. Und zwar den Laphroaig, 15 Jahre alter. Ja, und zwar die 200 Jahre Flasche, also zum 200-jährigen Jubiläum der Brennerei. Und wer nun genau hier hinguckt, sieht zwei Flaschen 15-jährigen. Daneben ist der alte 15-Jährige, ja, wie heißt es schön auf Neudeutsch, ein Collector's Item, also eine Sammlerflasche, geht momentan für, ich weiß nicht, 200 so viel Kröten über den Tisch, gibt es nicht mehr wirklich viel, haben wir früher zu Tausenden verkauft, bis dann Schluss war und dann kam der 18-Jährige Laphroaig raus und den habe ich dann probiert und im Vergleich zum alten 15-Jährigen fand ich den 18-Jährigen deutlich besser, ja, weil er zum Beispiel auch 48 Volumenprozente hatte, was viel besser zu der, ja, der rauchigen Stärke des Laphroaig passte. Der 15-Jährige wurde dann relativ zügig eingestellt, drum ist das jetzt eine Sammlerflasche. Und den 18-Jährigen, den hat die Zeit jetzt auch Anfang oder Frühjahr 2015 eingeholt. Ja, es heißt, er wird durch diesen 15-Jährigen abgelöst und dieser 15-Jährige ist eine limitierte Abfüllung. Was soll das jetzt heißen? Heißt das, dass der 18-Jährige aus ist und dann der 15-Jährige jetzt kommt und dann auch aus ist? Ich habe das so verstanden. Und dann, ja, ist dann Laphroaig so wie ganz früher nur noch eine Brennerei, die einen maximal 10-Jährigen rausbringt? Könnte schon sein. Gut, es gibt dann noch die 25-Jährigen, die auch regelmäßig erscheinen. Davon habe ich auch ein paar probiert. Verschiedene Jahrgänge, verschiedene Stärken, aber es schaut so aus, als ob hier Laphroaig sich langsam von den älter Gereiften zurückziehen würde, was mir persönlich nicht so gut gefallen würde. Na gut. Schauen wir zuerst auf den neuen 15-Jährigen. Hier oben drauf schön, hier Kupfer bis Goldfarben, 1815 bis 2015, 200 Jahre Laphroaig, dann das Royal Brown by appointment to his Royal Highness the Prince of Wales. Ja, der freut sich an Laphroaig ganz besonders. Und wenn man Laphroaig besichtigt, da gibt es auch ein Foto, wie er die Brennerei besichtigt hat und ein Glas Laphroaig in der Hand hält. Ja, Prinz Charles, einer der großen Förderer des schottischen Whiskys. 15 Jahre und hier drunter Limited Edition. Die Zahl weiß ich nicht ganz. Entweder waren es 72.000 oder 75.000. Kann Ihnen egal sein. Auf jeden Fall limitiert und so viel da, dass es also bis Weihnachten 2015 eigentlich, ich sage eigentlich, reichen sollte. Also so richtig eilig ist es nicht. Aber wer eine haben sollte, sollte sich doch mal schneller danach umschauen. 43 Volumenprozente, wie die alte 15-jährige Flasche auch. Damit schaut es so aus, als ob die beiden tatsächlich ja, vergleichbar sein könnten, sollten. Und im nächsten Video werde ich die beiden gegeneinander verkosten. Jo. Und hier hinten drauf in einer unsäglich schlecht gedruckten Tube mit einer verschwommenen kupferfarbenen Schrift wird hier also eine ganze Menge erzählt. In celebration of the 200th anniversary, Laphroaig has created this limited edition 15-year-old expression und so weiter und so weiter. Fresh Mint, also frische Minze. Wenn man zuerst die Flasche öffnet, ein bisschen Wasser bringt gesalzenes Karamell. Das habe ich auch noch nicht probiert. Mit Isla Peat Smoke. Ja, wer hätte das gedacht? Laphroaig und ohne Smoke. Fruchtigen Aromen. Der erste Geschmack. Pink Pepperonis. Nein, nicht Pepperonis. Pepperoons. Pepperunras. Das ist so verdruckt, ich kann es nicht lesen. Also wahrscheinlich Pfefferschoten.
mit etwas Rauch und sanfter Trockenheit. Weil das klingt alles so wie typisch Laphroaig. Mit einem weichen Finish, ja ganz klar, die Brennblasen von Laphroaig sind stark eingeschnürt. Die Spirit Stills, die Wash Stills sind sehr birnenförmig, da geht es schnell. Und beim Destillieren sind sie dann sehr stark, beim endgültigen Destillieren sind sie stark eingeschnürt. Das führt zu einem sehr, sehr weichen Alkohol. Gut, das war dieser Streich. Und damit ich jetzt nicht so eine dieser seltenen Flaschen öffnen muss, habe ich hier eine kleine Probe bekommen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Sofort rauchig, also ein ganz typischer Laphroaig, keine Frage. Entschuldigung, zu viel geredet heute. Anders. Anders als das, was man sonst von Laphroaig kennt. Dichter an dem 18-Jährigen, denn an den Jugendlichen oder 10-Jährigen oder den Whiskys ohne Altersangabe. Und darunter gleich Brennereicharakter, Fruchtigkeit und diesen Hauch von Minze sofort zu spüren. Und die Fruchtigkeit ist sowas wie, ja, Grapefruit bis Clementine. Mal ist es ein bisschen süßer, mal ist es ein bisschen trockener, dann ist mehr Grapefruit. Und wenn es ein bisschen süßer ist, ist es mehr Clementine. Von dieser Würze, die ich bei 15 Jahren Eichenfasslagerung ausgehen würde, ist jetzt hier noch nicht so wirklich viel zu erriechen. Vielleicht waren es zu viele Refillfässer. Und der Torfrauch, ja nicht so richtig phenolisch Krankenhaus, sondern so nur zur Hälfte und die andere Hälfte ist dann so Lagerfeuer, Grillfeuer. Er lässt also ganz schön was an Frucht durch, das heißt, im Alter ist dieser Whisky komplexer geworden. Für mich ist er aber vom Antritt her schwächer als der 18-Jährige. Sowohl vom Eichencharakter als auch vom allgemeinen Antritt, ja, keine 48%, ne? Nur 43%. Er ist süß, dann gleich trockener werdend. Diese leichte rosa Pfefferschote. Jo. Ein bisschen Salzigkeit kommt auf. Ja. Das hat der 18-Jährige auch gehabt. Also er ist dem 18-Jährigen vergleichsweise ähnlich. Er ist aber milder. Nicht auf der Torfseite, nicht auf der Rauchseite. Er ist im Geschmack und im Fass milder. Vom Rauch her sehr, sehr vergleichbar. Und lange nicht so stinkend wie der 10-Jährige. Oder die Quarter Cask Double Oats ohne Altersangabe. Abgang, sehr weich, vergleichsweise schnell verblassend. Rauch bleibt natürlich da. Richtig süß zum Anfang, dann kommt diese Pfeffrigkeit und dann auf einmal ein bisschen salzig, so als ob man am Meer steht, die Lippen so ein bisschen salzig hat und dann trockener werdend. Aber die Trockenheit wird nicht so richtig astringierend, sondern ein bisschen trocken. Und am Ende bleibt dann der Rauch. Und von den Fässern, von der Eiche, ist bis auf diese Würzigkeit, diese Pfeffrigkeit, die da antritt, die dem normalen Laphroaig 10 Jahre nicht gegeben ist, ist sonst die Eiche hier also nicht so wirklich zu spüren. Mhm.
empfehlenswert. Wenn Sie noch einen 18-Jährigen haben, brauchen Sie den 15-Jährigen nicht unbedingt. Wenn es darum geht, sich einen älteren Lafroig hinzulegen, weil es in Zukunft wohl noch keinen mehr geben wird, ein Muss. Für Sammler sowieso. Eine Flasche, um die ja wahrscheinlich wieder viel, viel diskutiert wird. Würde ich dem 200-jährigen Jubiläum schon, hätte mir aber lieber einen 18-jährigen gewünscht. Hätte man ein bisschen mehr vorausschauen müssen, ne? Dass man so einen besonderen, oder einen 21-jährigen. Oder 20 für 200 oder so. Gott, wenn wir in Zukunft gar keinen alten Whisky von Lafroig mehr haben, dann ist der 15-Jährige natürlich dann ein Schnäpschen. Ne? Gut, wir werden es sehen. Schauen Sie uns im Shopsystem nach, was es da so gibt und wie lange es die Flasche gibt. Mein Tipp könnte bis Weihnachten reichen, bin mir aber nicht ganz sicher. 72.000 Flaschen für die Welt ist schon eine Menge, ne? Aber Lafroig hat auch einen großen Output, hat eine Riesenmenge an Brennblasen. Ob das Verhältnis stimmt, werden wir sehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.